Wissensstand ist abgetrieben. Wir waren immer füreinander da. Wir hatten noch Sand im Getriebe. Der neue Zeitenplan steht längst parat. Frau Merkel wollte auch einen Schluck von unserem Affen-Gin. Er macht sie fedrig und leicht. Und es entsteht ein Gefühl von Einigkeit. Ich bin ein Terrorist der Liebe. Terrorist d'amour. Terrorist d'amour. Ab heute weiß ich, wer ich bin. Doch du weißt nicht, wer ich bin. Nein, und das alles ergibt gar keinen Sinn. Ja, liebe Zuschauer, so kann's gehen. Früher ganz oben in den Charts, heute nicht mal mehr ganz unten auf der Fahndungsliste. Und so machte sich der heute nur noch als Mitbewohner diverser Ex-Promi-Häuser bekannte Hubert K. auf den Weg, um im wohl unmerkeligsten Merkel-Outfit aller Zeiten auf einem Campingplatz irgendwo zwischen Gütersloh und Castrop-Rauxel mit Kumpel Joachim Witt Kartoffelsalat und Würstchen zu fressen und sich Affengin ins sandige Getriebe zu schütten, während aus dem Kassettenrekorder überdramatisierte pseudo-dadaistische Texthülsen aus dem Schwurbelbereich des milchigen Kleinhirnnebels dröhnen, die seinen neuen Hitflop Terrorist der Liebe darstellen sollen. Und bei Terror denken ja viele gleich an den Islam, so wie auch hier. Denn ja, das Islam, was uns der einstmals gefeierte NDW-Kultstar hier auf den Pappteller schaufelt. Es ist nun mal nicht alles gleich Kunst, was sich nicht reimt und man nicht verstehen kann. Und Selbstironie geht auch kaputt, wenn man sich in Wirklichkeit viel zu ernst nimmt. Da muss man dann auch nicht gleich böse werden und den fiesen Fans öffentlich auf Facebook die Freundschaft kündigen, wenn nur 129 den medialen Selbstmordanschlag kaufen, hm? Also, Hupsi, alter Terroristen-Teletubby, wir mögen dich echt und lieben auch deine alten Songs. Aber nicht jeder frische Furz mit Feuerzeug ist auch ein genialer Geistesblitz. Hm? Prost!